Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute bin ich mal im Auto unterwegs und zwar bin ich unterwegs in Richtung Berlin, also Nähe Berlin, Strausberg irgendwo. Genau weiß ich das noch nicht, zum Informationszentrum der Bundeswehr. Dort habe ich einen Lehrgang vom THW und zwar Umgang mit Medien. Und da das eine sehr lange Strecke ist und ich jetzt gerade aus meinem geliebten Bayern rausfahren musste, habe ich jetzt gerade die Mauer überwunden, bin jetzt in Sachsen. Was geht's in dem Video? Ich muss 750 Kilometer weit fahren. Würde normalerweise von zu Hause aus mit einer Tankfüllung oben tanken, wieder zurück. Was aber, wenn die Tankstellen nicht gehen, weil vielleicht gerade die Internetverbindung nicht funktioniert, weil ein Blackout ist und vielleicht die Zapfanlage nicht funktioniert. Ich musste also heute Vormittag schon feststellen, ich wollte bezahlen und dann sagt die zu mir, oh, du hast die EC-Karten, bei uns funktioniert gerade das EC-Karten-Terminal nicht. Ja, da stehst du da. Deswegen ist schon mal die erste Strategie, immer Bargeld dabei zu haben. Welche weiteren Strategien und was ich sonst noch alles dabei habe, um für den Fall der Fälle halbwegs gerüstet zu sein, das zeige ich Ihnen im Video. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Könnt ihr. Aber jetzt. Beginnen wir mal mit Strategie 1. Ich habe jetzt noch 540 Kilometer, könnte ich noch, habe ich noch Reichweite. Und ich bin jetzt ca. 400 Kilometer weit gefahren. Das heißt, ich würde von dem Punkt jederzeit noch zurückkommen. In ungefähr 50, 60 Kilometer werde ich dann langsam tanken nochmal, damit ich dann eben, wenn es mal wirklich ist, auch noch weiter zurückkomme. Das ist schon mal Strategie 1. So, fangen wir mal an. Wenn ihr zum Beispiel einen Motorschaden mal hättet, genau das ist mir letztes Jahr passiert, da war ich noch weiter entfernt von daheim und hatte einen Motorschaden. Das ist richtig blöd. Und das war so bei minus 10 Grad und da habe ich ganz schnell festgestellt, holla, im Auto ist es nach 5 Minuten eiskalt, aber richtig eiskalt. Das heißt, ich habe zum Beispiel immer dabei eine Regenjacke mit einer dicken Fließjacke drin, bei der ich auch, sage ich mal, bei minus 20 Grad noch überleben würde. Also richtig dickes Vlies habe ich immer im Auto drin. Ich meine, ich habe zusätzlich ja noch meine THW-Fließjacke immer mit dabei, meine zweite und meine THW-Jacke. Das heißt, hier bin ich also schon mal sehr gut ausgerüstet. Ich habe zusätzlich dabei eine Haube, damit ich quasi meine Ohren schützen kann, die werden auch nicht mehr schnell kalt. Und ich habe dazu, habe ich dann auch gemacht damals, ich habe meinen Schlafsack rausgeholt, den ich immer im Auto dabei habe und bin da mit den Füßen voraus, nein, weil es war arschkalt im Auto, aber wirklich, und ich musste eine Stunde damals auf den Abschleppdienst warten. Und dann weiß man, so Kleidung oder auch Handschuhe zum Beispiel, das gehört für mich einfach mit dazu, habe ich grundsätzlich immer dabei. Weil es kann ja auch mal sein, so wie im Januar diesen Jahres bei Schneechaos, dass die Autobahn einfach mal dicht ist und ihr stundenlang im Auto warten müsst. So, mal angenommen, die Autobahn wäre dicht, das wäre mega Stau und ich müsste im Auto schlafen. Dann ist das sehr unangenehm, das kann ich euch sagen, und irgendwann geht euch der Sprit aus, wenn ihr das Auto ständig laufen lasst. Also ist es ganz gut, wenn man hier ein bisschen Vorsorge trifft, darum, wie ich schon gesagt habe, habe ich hier einen Schlafsack dabei. Ich habe bei mir hinten die Möglichkeit, ich kann die Sitzbank umklappen und dann habe ich eine ebene Liegefläche. Das ist bei mir immer Kaufkriterium Nummer 1 beim Auto, dass ich hier eine Liegefläche habe, damit ich im Notfall mal drin schlafen kann. Das kommt noch aus meiner Jugendzeit, wo die wilden Partys manchmal ausgeartet sind, wo man dann einfach gesagt hat, okay, bevor ich jetzt heimfahre, bin ich lieber hinten im Auto drin. Deswegen habe ich ja immer noch meinen Schlafsack dabei und eben, wie gesagt, eine Decke und sonstiges. Also das wäre bei mir kein Problem. Guter Tipp ist zum Beispiel, viele von euch haben im Auto diese, was man auf die Frontscheibe legt, diese Alu-Matte da, damit es nicht aneist. Das ist eine super leichte Isomatte. Also die würde ich dann noch mit runterlegen dort hinten und dann, es wäre wahrscheinlich nicht angenehm, aber ich würde zumindest dort schlafen können. Und das ist schon mal ein guter Punkt. Sollte man jetzt, also kommt jetzt das auf, oder dass ich wirklich schlafen müsste drin, dann kriege ich ja irgendwann einmal Durst. Das heißt, was ich natürlich immer dabei habe, ist Wasser, logischerweise. Also jetzt natürlich mehr, wenn ich weiß, ich fahre so weit. Ich glaube, ich habe momentan ungefähr 5 Liter Wasser dabei oder 6 Liter.
Vor allem, ich habe diese großen Flaschen dabei. Die haben halt dann sinnvoll, wenn ich wirklich mal aus dem Auto raus müsste und weiter wandern müsste, dann habe ich halt gleich mein Wasser, wenn ich sie wieder auffüllen kann, mit dabei. Also Wasser ist schon mal ein wichtiger Punkt, genauso Essen. Ich habe immer eine Packung Epa mit dabei, ich habe immer Panzerkekse mit dabei, sodass ich hier, also mal sage ich mal, bis zu 24 Stunden locker im Auto gemütlich essen könnte. Und was das Wichtigste dabei ist, wenn es euch friert, dann wisst ihr, wie gut ein warmer Tee macht. Und deswegen habe ich einen Splitkocher dabei. Ich habe meine, wie sagt man zu dem Becher, Stahlbecher mit dabei zum Kochen und habe immer Wasser mit dabei. Ich habe dieses Wasser bei mir in so eine Isoliertasche mit drin, sodass ich das auch im Winter im Auto lassen kann, ohne dass es, also bis jetzt hat es funktioniert, ohne dass es explodiert. Und so habe ich also immer Wasser dabei und könnte mir dann einen Tee machen und natürlich am Morgen Kaffee, logischerweise. Ohne Kaffee geht nichts. Ein wichtiger Punkt dabei ist immer, dass das Handy vollgeladen ist, falls man das Auto doch mal verlassen müsste, damit man möglichst viel haben. Und da ist natürlich so ein Zigarettenanzünder super, weil das Auto ist ja eigentlich eine riesige Powerbank und da kann man viele elektrische Geräte einige Zeit lang aufladen. Und so ist mein Handy, wird auch immer wieder aufgeladen zwischendrin, sodass ich also nie, und jetzt bin ich wieder bei 90%, jetzt habe ich es gerade wieder eingesteckt. Ja, und von dem her ist das natürlich eine coole Sache, wenn man immer seine Sachen aufgeladen hat, weil sollte man dann doch mal weg müssen, ja, dann habe ich zumindest ein vollgeladenes Handy dabei. Und das hat Taschenlampe, das hat GPS, das hat Navigation und das ist deswegen nicht ohne. Also ihr habt es gesehen, wenn es wirklich wäre, ich könnte im Auto wunderbar einen Stau aussitzen, sonstiges auch mal über Nacht ohne große Probleme. Was aber, wenn ich mein Auto trotzdem verlassen muss, weil vielleicht kein Sprit mehr da ist, weil sonstiges ist. Auch dafür bin ich vorbereitet und ich beginne jetzt einfach mal von unten her. Ich habe also hinten drin meine alten Wanderbergschuhe mit drin. Das heißt, die habe ich schon des Öfteren gebraucht, vor allem im Winter, wenn du dann irgendwo mal rausrennst oder irgendwo stehen bleibst und du hast vielleicht nur so Halbschuhe an oder sowas, dann ist es natürlich super, wenn du weißt, ich habe immer wasserdichte Schuhe mit dabei, ziehst die an und bist schon mal safe. Dann geht es weiter zur Hose und da habe ich was Spezielles an. Vor kurzem ist ein Kamerad von mir bei mir im Büro reingeschneit auf einen Kaffee, das macht er öfters und der schaut an meine Videos und dann sagt er, hey, ich habe eine Hose für dich. Dann sage ich, Michi, du verkaufst Arbeitshosen, was soll ich denn mit so einer? Dann sagt er, dann schau dir die mal an. Er hat die nämlich auch schon seit langem und er hat die sogar im Fitnessstudio. Dann habe ich gesagt, wie bitte? Und jetzt habe ich quasi von der Firma Kübler Aktiv IQ, hoffe man kann das sehen. Und das ist eine Stretch-Arbeitshose. Die schaut erstens mal richtig gut aus, was mir echt gut gefällt. Und hat natürlich die Stabilität einer Arbeitshose und hat Stretch-Anteile mit drin. Und das hat den riesen Vorteil, dass ich quasi die auch zum Wandern hernehmen kann. Und da mache ich jetzt den Tragetest. Bis jetzt bin ich sehr positiv überrascht, aber lasst euch da mal überraschen, kommt demnächst mal in einem Video von mir und dann sage ich euch, wie es zum Wandern ist. Also hier sitze ich seit Stunden im Auto, sehr bequem muss ich sagen, richtig gemütlich. Ich habe Seitentaschen an die Beine, das heißt, da ist jetzt mein Geldbeutel in der Seitentasche, weil wenn man länger im Auto sitzt, weiß jeder, normal habe ich ja hinten an der Gesäßtasche, dann hast du immer das Problem, dass dir der Hintern einschlaft. Und so muss ich sagen, richtig cool, also bis jetzt sehr gut. Aber Näheres dazu zeige ich euch demnächst, wer es vorher schon wissen will, Link einmal unten rein zu Michi. Gut, gehen wir weiter. Jacken habe ich schon gesagt, ich habe also hier Regenjacke mit Vlies immer dabei, in verschiedene Vlies, also verschiedene dicke Vlies, sodass ich also hier mich anpassen kann ans Wetter. Da ich mein Daypack mit dabei habe, habe ich auch die Möglichkeit, dort habe ich ein Poncho-Dach, könnte man damit bauen. Ich könnte mir einen Bivisack aus dem Poncho bauen. Ich habe dort eine kleine Isomatte mit drin. Ich habe einen Wasserfilter mit dabei. Das heißt, wenn es wäre, könnte ich also tatsächlich damit weitermarschieren, wo immer ich dann auch hin müsste. So, ihr seht es also, mit ein paar ganz wenigen Tricks und was heißt Tricks, mit ein paar ganz wenigen Sachen kann man sich zumindest halbwegs sicher fühlen. Ist auch für Pendler interessant, also wenn ich jeden Tag 100 Kilometer fahren würde, wäre auch immer so viel Tank im Sprit, dass ich locker heimkomme.
Und bei mir ist es jetzt auch soweit, ich muss jetzt dann tanken, weil ich habe noch ungefähr 450 Kilometer Restreichweite. Und das bedeutet, von hier würde ich gerade nimmer heimkommen, aber bis kurz davor, ich käme zumindest zu meiner Tochter nach Landshut. Also nachher ist alles gut, aber ich werde jetzt tanken fahren. Okay, das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Falls noch nicht passiert, bitte meinen Kanal abonnieren. Normalerweise kommen meine Videos nicht aus dem Auto, aber was tue ich 7 Stunden im Auto? Also dreht man halt schnell ein Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.